Wir haben heute ein anspruchsvolles Thema. Ich habe mit Brad Warner gesprochen in Hamburg und sagte ihm das Thema Tod und Karma. Und er sagte, oh, big stuff. Und das ist es ja wohl auch. Nun bin ich ja schon älteres Semester, wie Sie sehen, also bin auch dem Tod, wenn man so will, schon etwas näher in der Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe also, ich kann Ihnen was beitragen aus meinem längeren und auch immer anstrengenden Leben. Ich möchte jetzt zu Anfang ein kleines Zitat bringen, und zwar von einem Herrn Roloff, Dietrich Roloff, der sich in der letzten Zeit bei der Übersetzung aus dem Chinesischen der Koans, wie ich meine, einen sehr guten Namen gemacht hat, der unter anderem, kennt es jemand? Bi Yanlu übersetzt hat und auch die Kommentare. Ich würde heute versuchen, ihn vor allen Dingen von Dogen, Shobogenzo, vorzutragen. Dogen war also der bekannteste, kann man sagen, Meister in Japan, hat aber seine wesentlichen Voraussetzungen in China auf einer Reise, ich werde es noch kurz erzählen, und ist in Deutschland eigentlich weniger bekannt, als er aus meiner Sicht sein könnte und sein müsste. Wir haben ja außerdem diese dumme Unterteilung in Rinzai und Soto, die ja überhaupt nichts bringt, und die ja, also für den Außenstehenden aus Europa sowieso überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn die sich in Japan streiten, sollen sie das, aber wir doch nicht. Und es ist also so, dass die Soto-Linie sich eigentlich sehr stark auf Dogen abstützt, aber leider muss ich sagen, dass sie oft nicht in die Tiefe gegangen sind, in die Dokumente selbst, in die alten Texte. Und das, Joris hat das schon gesagt, sehe ich als meine Altersaufgabe, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich nun durch Zufall in Japan Kontakt hatte zu dem Nishijima Roshi, der einer der hervorragenden Kenner war des Shobogenzo. Der hat 40, 50 Jahre daran gearbeitet, um sozusagen herauszukriegen, Sie kennen das von der Koan-Arbeit, wie schwer das ist, aus den ostasiatischen Texten den eigentlichen Inhalt herauszuholen. Und dann insbesondere, nicht, Willis Jäger, was Sie auch immer sagen, das auf unsere Welt, auf unser Leben umzusetzen, was nicht so einfach ist. Er war auch kein Vollmönch, er war also auch normal im Beruf tätig. Und das hat ja den Vorteil, dass man ein bisschen mehr vom Leben versteht, als wenn man bloß im Kloster sitzt. Nicht? So schön das da ist, also. So, das ist jetzt ein Zitat über die Zen-Meditation. Aus der körperlichen, geistigen Reglosigkeit zur neuen Lebendigkeit und Lebensfreude, Lebensbejahung hinaus und hinübergetragen zu werden. Also, was sagt das? Es geht um Lebensfreude und nicht um Askese. Und es geht darüber, dass man das herüberträgt in das normale, Anführungsstriche, Leben. Und da ist, meine ich, der ostasiatische Zen besonders geeignet. Der kann uns auch, wenn wir nicht zu spirituell zunächst sind, sehr viel helfen im Leben. Und das würde ich dann auch noch aus meiner eigenen Sicht erzählen. Ja, vielleicht nur für die, ich habe gehört, es sind ja auch sehr viele Lehrer bei Ihnen, dann wollte ich ein bisschen auch Historie bringen. Also Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Koan-Sammlungen so im 12. Jahrhundert zusammengestellt worden sind in China, wie Yan Lu und Mumon Khan, dass sie dann verboten wurden und eingesammelt wurden, vernichtet wurden zum großen Teil, dann 100 Jahre später sozusagen wiederentdeckt wurden, ein oder zwei Exemplare hatten überlebt. Und dann wieder 100 Jahre später ist dann also die allgemeine Verbreitung eigentlich erst in Gang gekommen. Herr Williges Jäger nickt, also es stimmt soweit. So, nun ist das Besondere daran, was erst die neuere Forschung erbracht hat, dass also der Dogen so 1200, das heißt in der Mitte dieser Zeit, in China war und auch ein Exemplar abgeschrieben hat. Und das war verschollen bis vor kurzer Zeit. Das ist also ein Exemplar von Bi Yan Lu, was also verschollen war, was wahrscheinlich korrekter ist als die Fassung, die nachher in die Rinzai-Linie gegangen ist. Und jetzt meine zentrale erste Aussage ist, Dogen und das Shobogenzo basieren im Wesentlichen auf den Koans des 11. und 12. und 13. Jahrhunderts. Das wissen die Soto-Leute meistens nicht.
Ja, und das sollten Sie aber wissen. So, das ist auch genau jetzt eine Theorie, es sind vier Bände, ist ein dickes Werk. Also ich habe 8 Jahre allein an 3 Bänden mitgearbeitet, um das zu übersetzen, also ins Deutsche zu bringen. Sie wissen ja, wie das ist, pro Tag 1,5 Seiten. Nicht? Jeden Satz rumdrehen, vorne, hinten, ist auch nicht formuliert, wollten die das auch so. Und dann wohlgemerkt, wenn wir es nicht verstanden haben, haben wir es lieber wörtlich übersetzt, als eine falsche Interpretation reinzuhauen. Was leider auch nicht immer gemacht wird. Das heißt also, je näher man am Text ist zunächst, desto besser, und dann fängt da erst die Arbeit an. Wir haben in Frankfurt auch eine kleine Gruppe, und da sind also mehrere Damen, die Sterbebegleitung machen. Also wir kommen jetzt auch zu unserem Thema natürlich. Ja. Und die haben mir Folgendes erzählt. Die haben gesagt, sie sind ja nur immer dabei, wenn Leute sterben, wenn sie austreten aus dem normalen Leben. Und die haben gesagt, sie erkennen im Grunde 3 Gruppen. Die eine Gruppe macht sich relativ leicht davon, kann loslassen. Und was sind das für Menschen? Das sind Leute, die relativ aktiv waren und viel gemacht haben im Leben. Und viel ist auch richtig. So, und die zweite Gruppe, die lassen auch noch verhältnismäßig leicht los. Die haben auch viel gemacht, haben allerdings viele Fehler gemacht. Und sagen, das ist gar nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben was gemacht. Und jetzt wissen Sie schon, was mit der dritten Gruppe ist. Die haben im Grunde ihr Leben nicht genutzt. Und die tun sich furchtbar schwer loszulassen. Hätte ich doch, und damals, und um Gottes Willen, habe ich nicht verstanden, jetzt ist mir klar, hätte ich doch das machen sollen. So, das ist meine erste Message für Sie. Nutzen Sie Ihr Leben aus, dann wird es mit dem Sterben leichter. Und wir sind dann auch schon bald am ersten Thema. Jetzt will ich aber ganz kurz noch einen Rückblick zu Dogen machen. Dogen ist genau im Jahre 1200 unserer Zeitrechnung geboren. Sein Vater starb, als er 2 Jahre alt war. Und er war ein hoher Politiker in Japan. Es ist zu vermuten, dass er ermordet wurde. Das war eine nicht sehr schöne Zeit in der Oberschicht in Japan. Dann ist seine Mama gestorben, da war er 7. Nun können Sie sich vorstellen, wenn ein Kind mit 7 Jahren seine Mutter verliert, dass das verdammt schwer ist. Warum? Das war nämlich die Bezugsperson. Und diese Bezugsperson war dann weg, sodass er schon in jungen Jahren sich fragen musste, was ist das Leben, was ist der Tod, was ist die Buddha-Natur, was soll ich eigentlich im Leben machen? Er war dann so ein bisschen richtungslos, war bei einem Onkel und ist aber dann mit 12 Jahren schon in ein Kloster eingetreten. Und war mit seiner zentralen Frage berührt, was ist der Sinn des Lebens, was ist die Buddha-Natur, wie kann ich also mein Leben so gestalten, dass es also sinnvoll ist. Er hat sich immer gefragt, ja, wo ist meine Mutter denn geblieben? Ich weiß, Sie haben ja auch sicher Kinder. Wenn die Eltern früh sterben, fragen sich ja die Kinder, wo ist die eigentlich, die Mama? Ist die im Himmel oder wo ist die eigentlich? Oder was ist aus ihr geworden? Sie war doch so ein guter Mensch, warum musste sie so früh sterben? Das waren die Dinge, die ihn bewegten, und man muss hinzusagen, dass er ein ungewöhnlich kluger Mensch war. Man erzählt, dass er schon so mit 5, 6 chinesische Gedichte gemacht hat, also eine ungewöhnliche Begabung hatte. Er ist dann in Japan nicht recht weitergekommen, weil Japan damals ziemlich theoretische Formen des Buddhismus hatten, und hat sich dann entschlossen, nach China zu gehen, wo der Zen-Buddhismus war. Und hat gehofft, dass er dort also weiterkäme mit seinen eigenen existenziellen Fragen. Was ist die Buddha-Natur? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Todes? Und da sind wir ja heute genau in unserem Thema. Er ist dann in China herumgereist und war ziemlich enttäuscht, weil im 13. Jahrhundert, 1223, 24 war er da, war der Buddhismus auch schon, wie soll ich sagen, hatte seine Blüte hinter sich in der späten Song-Zeit. Man hat ja dann auch sehr stark rückgegriffen auf die alte Zeit, auf die Tang-Zeit, und da stammen ja die Koans letztlich auch her, sind aber dann in der Zeit ja entwickelt worden. Und er ist zunächst dann herumgereist, hat aber schließlich doch einen Lehrer gefunden, der ihn überzeugt hat. Und zwar hat er da dann die Praxis des Zen erlernt. Er hatte also dann die Vorbildung vom theoretischen Buddhismus, hat die Koans studiert mehrere Jahre,
was also im Allgemeinen bei den Soto-Leuten nicht bekannt ist, ich erzähle es aber gerne, hatte also schon eine gute Voraussetzung, ist dann nach China und hat eben auch deswegen diese Koan-Sammlung Bian Lu dort aufgefunden, weil er sie nämlich gesucht hat. Und hat die mitgenommen, leider ist sie dann in Japan verschollen, kann man fast sagen, im Zentraltempel da in Eiji, war sie in der großen Kiste, nehme ich mal an, und ist erst seit einiger Zeit wieder aufgetaucht. So, ganz kurz war das jetzt die Story von dem Dogen, er ist dann zurück und ich behaupte jetzt mal Folgendes, er wusste, dass seine Sachen, die er erlernt hatte, auf der Grundlage der Koans wohlgemerkt, und sein großes Werk heißt Chobogenso, das sind 4 Bände, das ist also richtig schwere Big Stuff, nicht? Wie Brad Waller sagen würde. Ja, ich sehe jetzt meine Aufgabe darin, weil ich durch Zufall da dran gekommen bin, das jetzt für den deutschen Sprachraum aufzubereiten und sozusagen verfügbar zu machen. Und nachdem ich also aus dem Beruf rauf bin, habe ich ja auch genügend Zeit dazu. Jetzt möchte ich noch 2-3 Sachen zu mir selbst sagen. Wie bin ich eigentlich selbst zum Buddhismus gekommen? Ich bin also mit 7 Jahren, habe ich das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt und merkte dann plötzlich, selbst mit 7 Jahren, dass die Weltanschauungen, die ich vorher hatte, irgendwie ganz falsch waren. Und habe gedacht, ja, irgendwie mit der Politik und mit den Weltanschauungen ist das ja so eine Sache. Einmal sagen sie A und dann sagen die anderen, A war ja eine Sünde oder war falsch oder war ja ein Verbrechen und jetzt sagen wir B und das ist richtig. Das heißt also, was in unserer Gesellschaft so vagabundiert als Weltanschauung, schien mir schon als kleiner Piefke relativ unverlässlich. Und ich war immer auf der Suche sozusagen, Mensch, muss doch irgendwo was Hartes geben, muss doch irgendwo was haben, wo Grund ist. Und da war also Folgendes, unser Kunst- und Werklehrer, der hatte das Buch gelesen, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Das war damals gerade neu rausgekommen. Und er war als Künstler nun ganz begeistert, weil wie der beschreibt, wie er also die Kunst des Bogenschießens erlernt. Deutscher Philosoph, Neukantianer in den 20er Jahren, voll übergeistigt, kommt nach Japan und sagt, ich will hier japanische Philosophie studieren. Und dann sagen die Freunde, ja, nix da, wird studieren, und lernen erstmal eine Kunst des Zen, damit du weißt, worum es geht. So, und dann hat er also Bogenschießen gelernt. Und da sind mir so 2-3 Sachen in Erinnerung geblieben. Also, wie folgt. Es heißt, ich weiß, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gelesen oder weiß es. Also die zentrale Aussage ist, es hat geschossen. Es hat geschossen. Aber man muss lange üben, bis das Es schießt. Das ist nicht gleich hinter der Tür und sagt, grüß Gott, Segelke, ja, ich bin also jetzt das Es. Sondern man muss also da lange arbeiten und sehr genau sein. Sehr genau. So, dann gibt es noch 2 Sachen. Wenn man treffen will, dann kommt das S nicht. Das S kommt, wenn es selbst will. Und zwar dann, wenn du nicht ehrgeizig bist und sagst, ich will jetzt schießen, dann taucht es auf, sonst nicht. Das heißt also, das sind so ein paar Kernpunkte, dass man also sagt, indem ich also übe, 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 kommt es dann irgendwann von allein. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist eine gute Maxime des Lebens. Also man übt und dann kommen die Erfolge von allein. Brauchst dich nicht drum zu kümmern. Und ich glaube, das ist keine schlechte Richtlinie fürs Leben. Und zwar, wenn man seine Sache wirklich gut kann, dann braucht man sich ja um den Erfolg auch gar nicht weiter zu kümmern. Warum? Weil man die Sache gut kann. Ich erkläre das immer gern vom Tennis. Und zwar, Sie wissen ja wahrscheinlich, beim Tennis will man dann dahin spielen, wo der andere ihn nicht kriegt. So, nun gibt es aber Folgendes. Wenn man jetzt schlägt und man schaut den Ball nicht genau an, sondern dahin, wo er hin soll, das Ziel nämlich, das Ergebnis, was passiert? Man schlägt woanders hin, weil man nicht eigentlich blind ist für den Augenblick. Denn auf worauf kommt es an? Dass man genau in dem Augenblick richtig trifft und dann geht er auch dahin. Beim Fußball können Sie es auch sehen. Nicht? Also wenn hier die guten Fußballspieler wie der Messi, die werden doch nicht ins Tor gucken, wo sie hinschießen wollen, sondern wohin gucken die? Auf den Ball. Und das andere müssen sie intuitiv richtig drauf haben. Und wenn Sie den Ball nicht angucken, dann treffen Sie nie. Das heißt, diese Intuition,
des Gehirns mit seiner hohen Fähigkeit, die weit über das normale Denken und Bewusstsein hinausgeht, das muss eingeschaltet und trainiert werden. So, und jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Sinn. Das heißt also, dieser Teil des Gehirns, Bewusstsein, ist nur ein relativer Teil unserer Fähigkeiten, die wir in unserem neuronalen Netz haben. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, also es ist 1 zu 100.000. Das heißt, wer diesen intuitiven Teil nicht trainiert, benutzt nur einen Bruchteil seines Gehirns. So, und dann in diesem bewussten Teil ist noch ein zweites Problem, nämlich folgendes, da lagern sich die Ideologien ein. Das heißt, die verhindern, dass der andere Teil überhaupt richtig arbeiten kann. Und das ist das, was wir weghaben müssen. Die Ideologien und die Weltanschauung, die Strukturen, dass das überhaupt eine Chance hat, diese hohe Intelligenz, die wir alle haben, dass die sich überhaupt erstmal entwickeln können. Das ist also der Kern der ostasiatischen Weisheit. Und da können wir aus dem Westen, wie ich meine, relativ viel lernen. Das ist genau das, was wir wollen. So, jetzt will ich noch eine zweite Story erzählen. Ich war also junger, hoffnungsvoller Informatiker und wurde dann, ich war bei Siemens, wurde dann vom Vorstand auserkoren, ins Forschungsministerium zu gehen und dort Computerprogramme zum Laufen zu bringen. Da gab es nämlich Siemens-Maschinen, das wurde stark gefördert. Deutsche Computer sollen gefördert werden, also viele Millionen. So, und da stand also eine Maschine, da war draußen ein Schild Siemens drauf, innen war ein amerikanischer Rechner von RCA und der hatte überhaupt keine Software. Und ich, armer Hansel, wurde nun dahin geschickt, das Ding zum Laufen zu bringen. Und war echt total überfordert. Also ich hatte dann Versagensängste, die mir sonst nicht so geläufig sind, aber die waren richtig da. Konnte nicht mehr schlafen, Sie kennen das ja. Wer hat nicht mal Versagensängste? Nicht? Und Angst macht dumm. Das ist leider so. Angst verhärtet das Gehirn, Kreativität geht weg. Also Ängste sind das Schlechteste, wenn man Probleme lösen muss. Ängste stammen aus einer alten Zeit der menschlichen Geschichte, wo man vor den wilden Tieren weglaufen musste. Und da gab es die Angst, das hat immer zwei Reaktionen, Angriff oder Weglaufen. Aber, meine Damen und Herren, Angriff oder Weglaufen in einer modernen Gesellschaft passt nicht, nicht? Das heißt, eigentlich ist die Angst nicht mehr geeignet für unser Leben. Also wenn man es mal von außen betrachtet, ist sie überflüssig, fast überflüssig. Aber sie hindert uns immer. Und die Angst vor dem Tod natürlich insbesondere. Und das Einzige, was man, also das Richtige, was Dogen auch sagt, ist, wenn du dein Leben richtig ausnutzt, wenn du aktiv bist, dann ist auch die Angst weg. Das heißt, die Angst vor dem Tod hindert dich, richtig zu leben. Das ist die Kernaussage vom ersten Kapitel, da komme ich gleich dazu. Ja, ich saß dann nun also richtig auf dem Feuerstuhl, vom Vorstand präsentiert, auf dem Silberteller. Und neben mir saß ein freundschaftlicher Konkurrent von der IBM, der konnte fast alles besser. Der war nämlich gut ausgebildet und die hatten Software. Und ich saß dann nun also in meiner, wie soll ich sagen, anfänglichen Karriere als Informatiker und dachte, wenn du das hier in Sand setzt, dann kannst du das vergessen mit deiner Informatik. So, und war richtig unter Druck. Und wie gesagt, Angst macht dumm, das habe ich da gemerkt, konnte nicht mehr schlafen. Und dann bin ich in den Buchladen gegangen und habe das Buch von Philipp Kaplow, Sambhogyodan. Das habe ich dort entdeckt, das war gerade in Deutsch neu. Und da habe ich dann hinten Do It Yourself gelesen, wie man Zazen praktiziert. Also Ideen an Erleuchtung hatte ich nicht. Also das war alles weit weg. Ich wollte bloß meine Aufgabe hinkriegen, wollte mich nicht blamieren. Also ich wollte nicht als Loser von der Bühne steigen, da hatte ich keine Lust dazu. Nicht? Also wenn man so 30 ist, will man das ja nicht. Nicht? Nachher ist man lockerer, ne? Dann denkt man, ne? So, und dann habe ich also Zazen gemacht, morgens und abends. Nicht so lange, war eine Viertelstunde vielleicht. Und siehe da, also irgendwie wurde ich ruhiger und konnte wieder gut schlafen. Und dann entwickelte sich zweierlei. Erstens habe ich dann, was ich nicht wusste, war dann ein Vorteil, weil ich von vorne anfing. Zen-Geist ist Anfängergeist. Also wenn man die Angst verliert, Anfänger zu sein, kommt man oft auf bessere Ideen als die, die das schon lange machen. Weil man ganz von vorne anfängt, sagt man langsam, nicht? Also ich saß aus der Feuerzangenbowle, stellen wir uns doch mal ganz dumm.
ist ja immer so mal ganz dumm, nicht? Und dann kommt man auf gute Ideen, nicht? So, und dann mal ein zweites auch, was durch den Sazen, sage ich jetzt mal, entstanden ist, durch die Meditation. Ich war offener in der Suche nach Partnern für ein Team. Also, wenn man so will, meine soziale Intelligenz fing an, sich zu entwickeln. Und ich habe dann wirklich zwei super Programmierer entdeckt, die viel besser programmieren konnten als ich. Und dann waren wir ein richtig gutes Team und haben richtig gute Programme gemacht. Die waren dann auch richtig erfolgreich. Also wurden dann in den Ministerien immerhin mehrere Jahre benutzt. So, was ist der Sinn der Sache? Ich wollte nicht Erleuchtung, das war also weit weg für mich. Ich hatte auch nicht viel Ahnung von Buddhismus, außer Bogenschießen. Und das hat mir geholfen, sozusagen mein Lebensproblem zu lösen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Donnerwetter, da ist was dran, da bleibe ich dabei. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und deswegen habe ich also den Sazen, die Zen-Praxis dann die ganze Zeit parallel. Ich war Informatiker, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was früher los war im Rechenzentrum. Ja, da brauchte man gute Nerven. Ne? Also von 4 Projekten sind 3 schiefgegangen. Ne? Heute kaufen Sie eine App, nicht? Oder Sie laden sie runter, weil es umsonst ist. Nicht? Aber das gab es damals nicht. Mussten sie selbst ran. Und ein ordentliches Programm für ein Informationssystem sind so 100, 150 Mannjahre, 200 Mannjahre. Was soll ich denn da alleine machen? War völlig ausgeschlossen. Und so glaube ich heute zu sagen, dass ich also dieses Lebensproblem dadurch lösen konnte. Und da werden Sie mir sicher folgen, da bin ich dann dabei geblieben. Habe ich gesagt, das hat sich bewährt, das mache ich weiter. Leider, als es mir gut ging, habe ich dann etwas geschlampert in der Meditation. Aber zum Glück, als es mir schlecht ging, bin ich immer wieder darauf zurückgekommen. Leider machen es viele umgekehrt. Die meditieren, wenn es ihnen gut geht, aber dann brauchen sie es gar nicht so sehr. Wenn es nämlich schlecht geht, dann braucht man es. Und das hilft erstaunlich. Also die Weisheit, praktische Weisheit aus Ostasien, haben wir im Westen so leider nicht. Muss man leider sagen. Ja, damit wären wir in der ersten Runde durch. Ein wichtiges Kapitel beim Dogen hat er selbst geschrieben, als er schon ziemlich krank war. Er ist wahrscheinlich an Tuberkulose gestorben. Das heißt, die Befreiung von Leben und Tod. Befreiung von Leben und Tod. Und die Aussage ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Die ist einfach die, wenn du lebst, musst du leben im Augenblick, dann wird der Tod am leichtesten. Wenn du dich viel mit dem Tod beschäftigst, während du lebst und der dir Angst erzeugt, dann kannst du nicht mehr leben. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Warum? Weil die Wirklichkeit, die Realität, die Wahrheit gibt es bloß im Augenblick. Wo denn sonst? Die Vergangenheit, die du erinnerst, das ist ja nur ein Abklatsch dessen, was mal war. Ist auch stark verändert durch deine Weltanschauung oder durch dein Wollen oder was du nicht willst. Und genauso ist es mit der Zukunft. Die Zukunft weißt du ja noch nicht, wie du kommst. Dogen sagt immer wieder, mach dir keine Vorstellung von der Erleuchtung. Denn bevor du nicht selbst erleuchtet bist, denkst du immer was Falsches. Warum? Du kennst es ja noch nicht. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn. Also es ist völlig sinnlos, sich da viel Gedanken zu machen über das, was in der Zukunft auf uns zukommen wird im Einzelnen. Und das ist also die zentrale Aussage des Zen-Buddhismus. Dieser Augenblick, in dem wir jetzt sind, um den geht's. Und wenn es gelingt, den klar und offen und voll zu greifen, dann bist du auf dem richtigen Weg, sonst nicht. Also, die Vergangenheit mag ihre Bedeutung haben. Wir kommen noch dazu, wenn wir das Karma kurz besprechen, weil das natürlich schon aus der Vergangenheit auch hineinragt. Und als Umweltschützer sage ich natürlich auch, Freunde, ihr müsst euch auch über die Zukunft Gedanken machen, denn sonst macht ihr die Umwelt kaputt. Also so einfach mit dem Augenblick ist es auch wieder nicht, dass man sagt, die Zukunft interessiert mich. Entschuldigung, Scheißdreck. Das ist auch nicht das Richtige. Ne? Das heißt also, die Zukunft muss reinragen in der Verantwortung, in den Augenblick. Nur dann ist der Augenblick offen. Und nur dann ist er handlungsfähig. Nur dann ist er der Wahrheit entsprechend. Denn wir haben ja nun genügend Fehler gemacht mit der Umwelt. Warum? Wir haben nicht an die Zukunft gedacht. Also Joanna Macy aus USA, die sagt immer, wir sollen dran denken, was unsere Enkel und Urenkel auf dieser Erde machen. Das müssen wir einbeziehen in das, was wir jetzt tun, wie wir jetzt handeln, jetzt im Augenblick. Aber es geht um den Augenblick, um die Klarheit, was wir jetzt gerade machen. Also nicht das, was später kommt.
Das ist also die Kernaussage eigentlich der Meditation. So, wenn wir jetzt noch mal kurz uns die Zen-Meditation vergegenwärtigen. Es gibt ja verschiedene Stufen der Meditation. Also Buddha hat ja 4 verschiedene Vertiefungsstufen. Die ersten 3 sind mit Bildern oder Vorstellungen oder auch mit Denken. Und die 4. Stufe ist, wo du die Gedanken und die Gefühle wegbekommst. Also fallen lassen, Körper und Geist fallen lassen, heißt es im Shobogen so. Und das ist natürlich eine hervorragende Schulung, dass du mal deinen ganzen Kram loskriegst. Also ich da damals mit meinen Versagensängsten, ja, als ich die mal 5 Minuten weg hatte, ja, habe ich wieder aufgelebt, nicht klar. Wenn ich das behalten hätte, bis in die Nacht hinein, bis ins Schlafen hinein, dann wäre ich ja da nie rausgekommen. Das heißt also, dieses Mal ganz fallen lassen, weglassen, was ja auch in der Mystik eine zentrale Bedeutung hat, erzeugt in uns plötzlich ein Relaxedsein, loslassen. Also man kann es fast, so ein bisschen mit modernen Methoden erklärt, den Computer mal auf 0 fahren und dann wieder hochfahren, ist er nicht besser als vorher. Sie wissen ja alle, die Fehler, die er dann so gesammelt hat, die lässt er dann weg und dann fährt er wieder hoch und kann es besser als vorher. Und das ist eine der zentralen Fähigkeiten, die man erreicht bei dieser Zen-Meditation, wenn man mal Körper und Geist, wie es heißt, fallen lässt. Und das kann man eben in dieser Meditationsform, wie ich meine, ganz hervorragend. Und wie gesagt, ich habe es ja erzählt, mir hat es gut geholfen. Also mein Tipp, machen Sie es auch, Sie machen es ja schon. Ist wirklich wirkungsvoll. Also ich kenne keine Methode, die so gut ist. Und die Spitzensportler sagen übrigens dasselbe. Nicht? Man muss also einfach mal weglassen. Nur dann kann es schießen, nicht? Nur dann kann es kommen. So, und gehirnphysiologisch, in der modernen Neurophysiologie kann man sagen, dass dann mal die ganzen Verwirrungen, die sozusagen auf der Oberfläche des Gehirns verhindern, dass das Eigentliche mal zum Vorschein kommt, die gehen dann mal weg. Und dann kann die eigentliche Kraft des neuronalen Netzes, die kommt dann überhaupt erstmal zum Zuge. Die hat ja sonst gar keine Chance, nicht? Wenn man dauernd denkt, ich muss das machen, das schaffe ich nicht, alles furchtbar, ja, dann kann ja diese positive Lebenshaltung, die bei uns innen schlummert, die kann ja gar nicht raus, nicht? Die kann sich gar nicht entwickeln. Und Angst macht dumm, Freude macht klug und kreativ. Wir brauchen ja Freude, damit wir also ein gutes Leben haben. Also mit Angst ist da nichts zu machen. Nicht? Und ich will jetzt nicht behaupten, dass die Religionen mit der Angst viel arbeiten, aber ich, ganz falsch ist es wohl nicht. Nicht? Das heißt also, Angst verhindert, dass wir uns entwickeln können. Und wenn die Religion anfängt, Angst zu erzeugen, mit der Hölle oder mit dem Fegefeuer oder mit dem nächsten Reinkarnation, dann verhindert sie genau, dass wir uns entwickeln können. Ich behaupte jetzt nicht, dass die Priester das wollen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, ich war ja viel in der Politik, ne? Und in der Politik ist also, die Politiker, die haben eine Fähigkeit, dass man sich klein vorkommt und Angst kriegt. Warum? Weil sie dann höher sind, nicht? Und ich habe immer gesagt, du kannst mich mal. Deswegen war ich auch nicht mehr so beliebt bei Vorgesetzten. Nicht? Weil die Angst, die war bei mir nicht. Nicht? Habe ich gesagt, nee, mit mir nicht. Also tut mir leid, kannst du mit anderen machen. Also Angst scheint mir in der modernen Gesellschaft ja leider sehr allgemein da zu sein. Ist auch nicht so leicht wegzukriegen. Ich glaube aber, dass also das, was wir machen, die Zen-Meditation, eine der besten Instrumente ist, um genau das wegzukriegen. Und wenn man so will, hat ja jeder von uns die Vorstellung, was man als Potenzial eigentlich hätte, was man haben könnte, was man eigentlich sein will. Und viele kommen ja nicht dazu, dass sich das entwickelt. Sondern erst, wenn sie am Ende ihres Lebens sind, dann denken sie, Mensch, hätte ich doch, mache ich doch, warum habe ich nicht? Und dieses auszuprobieren, was man alles machen kann, das ist das Wesentliche, glaube ich, auch um die Frage Tod sozusagen leichter zu handhaben. So sagt also Dogen ganz einfach, wenn du lebst, lebe im Augenblick. Der Tod kommt auf dich zu, warte ab, wie es dann ist. Jetzt brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Und das scheint mir keine schlechte Maxime. Also ich versuche es jedenfalls so zu machen. Und das heißt also auch, dass man in späteren Lebenszeitaltern
was Neues anfängt, was macht. Also nicht nur das Alte weitermacht. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dieser Slogan, die Seele baumeln lassen, ist totaler Quatsch. Die Seele ist nämlich nicht mehr da. Wenn du nur noch ein Fernsehmensch bist, hast du keine richtige Seele mehr. Ne? Was willst du denn da baumeln lassen? Ja, die das ist eine kapitale Lüge, nicht? Das heißt, du musst ja erst noch eine haben, nicht? Und dann kannst du mal relaxen. Und dann kannst du sie wieder sagen, okay, jetzt fangen wir wieder an. Nicht? Ja, wir wollen jetzt natürlich ein paar Sachen auch über Karma, Gesetz und Ursache-Wirkung. Also Dogen lässt keinen Zweifel daran, dass er sagt, er hat den festen Glauben an Ursache und Wirkung. Das ist erstmal, wenn man so will, ziemlich banal. Alles, was sie machen, hat irgendwie eine Auswirkung. Eigentlich selbstverständlich, ne? Mathematiker würden sagen, trivial. Aber wie häufig denken wir daran? Nicht so sehr häufig, ne? Also typisches Beispiel, man kann ja auch mal die fremde Kultur nehmen, die Soldaten, Japaner im Zweiten Weltkrieg, was die für Brutalitäten begangen haben, hätten sie eigentlich, wenn sie gewusst hätten, es gibt das Karma-Gesetz, nicht machen dürfen. Oder SS-Leute bei uns. Das heißt, wie häufig vergessen wir, dass das, was wir machen, Folgewirkung hat. Und ich als Ökologe natürlich sowieso, klar, nicht? Sag, Freunde, also nächste Generation, übernächste Generation, unser Globus, ja, da müsst ihr dran denken. Es gibt nichts, was sie machen, was nicht Folgewirkung hat. Wie auch immer. Wie auch immer. Das ist oft nicht überschaubar, klar, nicht? Und dann gibt es noch eine wichtige Sache. Das ist sozusagen die Karma-Wirkung nach außen, in die Gesellschaft hinein, in den Strom der Kultur hinein. Trage ich da was Positives bei oder nicht? Also ich habe mir vorgenommen, eben positiv will den Dogen, den Shobogenzo einbringen in die Diskussion und in das Überlegen des Zen-Buddhismus. Da bin ich durch Zufall reingekommen, habe ich gedacht, Sergelke, das ist dein Job, das machst du jetzt. Ne? Du bist noch gut beieinander, das kannst du. Und da denke ich, dass das also ein sinnvolles Vorgehen ist. Das heißt, das eine ist sozusagen das nach außen, aber das andere ist ja das nach innen. Was passiert bei uns? Ich bin der festen Meinung, wer also kriminelle Handlungen macht, der schadet sich selbst in aller Präzision und Härte. Der kann das eine Zeit lang verdrängen, er kann das eine Zeit lang bagatellisieren, aber es geht eigentlich nicht. Und das ist die typische Aussage von unserem Karma-Gesetz. Selbst wenn ihr nicht dran glaubt, ist es wirksam. Schlägt auf dich zurück. Also ich erkläre es immer ganz gern mit dem Boomerang. Also sie werfen einen Boomerang weg und denken, ah schön, jetzt ist er weg. Nicht? Und das Mistding kommt genau dahin zurück, wo es wohl weggeworfen ist. So funktioniert das Karma. Ja? Und immer dann, ich glaube, von Natur aus sind wir im Kern Menschen, die eigentlich was Gutes tun und tun wollen. Und wenn wir das nicht tun, schlägt das auf uns selbst zurück, ohne dass wir das zunächst merken. Und wann taucht es wieder auf? Vor dem Tod. Plötzlich kommt es wieder. Mensch, hätte ich doch, bist du wahnsinnig. Dein Egoismus. Und warum wolltest du immer das alles machen? Das ist doch, hast doch nichts davon, was soll's, nicht? Also bist du im Rad gelaufen und hast immer deine Gier laufen lassen, aber im Grunde ist es sinnlos. Es gibt also heute empirische Studien, die sagen, Leute, die spirituell sind und was für andere tun, sind im Durchschnitt glücklicher und leben länger als die, die egoistisch sind. Also es ist gar nicht mal jetzt eine völlig selbstlose Theorie, sondern es ist einfach ein sinnvolles Vorgehen für dich selbst. Die Lebenserwartung ist etwa 3 bis 6 Jahre höher bei spirituellen Leuten und insbesondere bei denen, die was für andere tun. Warum? Das macht mehr Freude. Es gibt auch Berufsanalysen und da kommt eben heraus, dass alle die Berufe, die was für andere tun, dass die also glücklicher in ihrem Beruf sind, als die, die nur raffen und gieren und haben wollen. Das heißt also, dieses raffen und gieren und haben wollen ist eigentlich Blödsinn für dich selbst. Das heißt, in einem mittleren Bereich, klar ist man froh, wenn man also sich bewegen kann, wenn man finanziell einigermaßen drauf ist, mehr aber auch nicht, mehr braucht man nicht. Und dieses sozusagen mehr und mehr haben entspricht eigentlich dem Menschen gar nicht, weil er eigentlich ja ein Gruppenwesen ist. Er ist ja kein Individualwesen letztlich.
Klar, wir haben nicht, das schreiben Sie ja auch immer, diese Entwicklung des Individuellen ist eine große Leistung des Abendlandes. Wunderbar. Aber wir haben überzogen. Nicht? Wir sind eigentlich viel mehr Gruppenmenschen, als dass wir individuelle Kämpfer sind. Wenn Sie sich also die alten Menschengruppen vorstellen, 150 Leute, nicht? Einer war der Chef, der hatte die dicksten Muskeln, der musste dafür sorgen, dass den anderen nichts passiert. Der hat das ja nicht gemacht, weil er der super Oberchef sein wollte und die anderen drangsaliert, sondern das brauchte die Gruppe, damit sie ihre Gefahren überstehen konnten. Das heißt, die Starken sind dafür da, dass sie gemeinsam mit den anderen dafür sorgen, dass die Gruppe besser lebt. Ich habe ja da ein Thema da geschrieben, da habe ich geschrieben, der Starke ist am schwächsten allein. Kann gar nicht überleben, der stirbt nämlich, wenn er alleine ist. Das heißt, unser Sprichwort, der Starke ist am stärksten, ist völliger Blödsinn. Der Starke ist am schwächsten allein. Bloß er bildet sich ein, dass er alleine ist, aber auf Kosten der anderen. Und das ist falsch. Schlichter Blödsinn. Ja, wie gesagt, dieses Gesetz, Ursache-Wirkung, vielleicht kann man noch einen Teil dazu sagen. Ich habe also mit Nishijima auch viel darüber unterhalten. Und er sagte mal den Spruch, Our actions are carved in the universe. Unser Handeln ist eingraviert in den Kosmos. Das ist also ein Verständnis des Karma, nicht personenbezogen, sondern was ich getan habe, was ich tue. Und das geht ein in die Geschichte der Menschen, geht ein in das Universum. Also das ist eine Karma-Vorstellung, die nicht personenbezogen ist. Ich werde wiedergeboren und habe dann das, was ich also im vorigen Leben gemacht habe, das habe ich sozusagen als Rucksack dabei, sondern das ist jetzt nicht personenbezogen und das scheint mir mit dem Buddhismus und eigentlich auch mit jeder Spiritualität besser vereinbar, weil man nämlich nicht den egoistischen spirituellen Vorteil sucht für das nächste Leben, sondern weil man sich fragt, was ich jetzt tue, wie geht das ein in die Gesellschaft? Wie geht das ein in den Kulturablauf? Wie geht das ein in den Strom der Menschen? Das ist, glaube ich, zentrale Aussage jetzt des Zen-Buddhismus. Im Augenblick handeln, offen sein für das, was für die Gesellschaft da ist. Und ich bin sicher, dass dann auch die Frage des Sterbens leichter ist, wenn man das versucht, weitgehend zu realisieren in seinem Leben. Ich möchte jetzt noch mal einen kleinen Teil zitieren aus einem berühmten Kapitel 3 des Shobogenzo. Buddhas Wahrheit zu erlernen bedeutet, uns selbst zu erlernen. Buddhas Wahrheit zu erlernen bedeutet, uns selbst zu erlernen. Uns selbst zu erlernen bedeutet, uns zu vergessen. Nämlich die alten Festlegungen, Konzepte, Vorstellungen, die uns immer wieder begrenzen. Uns zu vergessen bedeutet, von den vielen, vielen Dharmas erfahren zu werden. Das scheint ein schwieriger Satz, heißt aber nichts anderes, die Ich-Grenze aufmachen, sodass die Außenwelt und die anderen Menschen reinkommen. Dass es zur Interaktion kommt, dass es zur Offenheit kommt den anderen gegenüber. Und das bedeutet natürlich schon, dass man eine gewisse Stabilität hat, nicht? Wenn ich mich aufmache und der andere ist ein Stinkstiefel, nicht? Das macht keinen Spaß, nicht? Das heißt, man muss also auch die Möglichkeit zu sagen, hey, mit mir nicht, also kannst mich mal, nicht? Das heißt, dahinter steckt schon auch ein Stück Freiheit des Menschen zu sagen, da mache ich auf und da mache ich nicht auf. Sonst ist es naiv. Und unsere Praxen in der Psychotherapie sind voll von Menschen, die das nicht können. Die sind nämlich nicht lebensfähig. Also man darf dieses mit dem Offensein für andere auch nicht naiv verstehen, sondern man muss auch schon ein bisschen Stabilität haben und sagen, nee, hier, kannst mich mal, Stinkstiefel mag ich nicht. Ich sage immer, du kannst dein Scheißkarma für dich behalten. Ich will es nicht. Das Umgekehrte heißt aber, wenn ich jemanden treffe, der also in irgendeinem Bereich weiter ist, wenn man so will, gutes Karma hat, dann aufmachen. Warum? Dann kommt eine neue Interaktion in Gang, dann kommt eine neue Möglichkeit sozusagen des Lernens und der Erweiterung, die aus meiner Sicht überwiegend nur mit anderen Menschen geht. Richtig lernen kann man eigentlich nur existenziell mit anderen Menschen zusammen. Und da sind wir auch bei dem Thema eines guten Lehrers. Dogen sagt,
lieber kein Lehrer als ein schlechter Lehrer. Warum? Der verhärtet dich so, dass du kaum wieder rauskommst. Also, prüfen Sie genau, wem Sie sich anvertrauen. Und zwar nicht nur, was er redet. Reden kann man alles, nicht? Wunderbar. Also, die Politiker, nicht? Die können ja so herrlich reden, ohne irgendwas zu sagen, nicht? Und was wollen sie? Deine Stimme, nicht? So, und die Werbung, was will die? Dass du es kaufst, nicht? Ist alles nicht echt. Und diese Frage, wann ist ein Lehrer vertrauenswürdig und wann ist er echt? Das ist also erstmal eine zentrale Frage, wenn man sich auf den Weg macht. Und das ist diese Aussage, dass man sich öffnet für andere. Von den vielen, vielen Dharmas, Dharma ist so ein Universalbegriff von Gegenstand bis zum Menschen. Also wird häufig nur als Gegenstand genommen, das ist aber nicht richtig. Also Lebewesen, Natur, das wird generell als Dharma bezeichnet. Und zweitens ist ja Dharma der Begriff für die buddhistische Wahrheit. Also es ist ein sehr vielschichtiger Begriff, der zunächst immer verwirrt, nicht? Wenn man also anfängt zu sagen, was meinst du denn nun mit Dharma? Nicht? Also Dharma-Lehre ist dann die Lehre von der buddhistischen Wahrheit. Aber die sagt eben, die Lehre muss so gut sein an der Wirklichkeit, dass es nicht getrennt ist. Das ist also das, was die eigentlich meinen. Dharmas erfahren zu werden, unseren eigenen Körper und denkenden Geist und den Körper und Geist der äußeren Welt fallen zu lassen. Das ist das, was ich vorhin sagte mit der Shikantasa, also Körper und Geist fallen lassen oder wie es heißt, Denken aus dem Nichtdenken. Das heißt also diese Klarheit, die man haben kann, hoffentlich haben Sie es häufig, wenn Sie es ja Sinn machen, also man hat es ja nicht immer, also man muss auch ehrlich sein, es geht ja dann immer mal, dass die Gedanken dann sausen, nicht? Aber entscheidend ist eben, dass man sich nicht fangen lässt von denen, emotional nicht einfangen lässt, besonders nicht durch Ehrgeiz, Angst und Hoffnung, nicht? Dass man die dann sausen lässt, also wie die Wolke, nicht? Die also dann vorbeizieht und irgendwann ist sie dann wieder hinten und dann ist der Himmel wieder klar. Also das sind die entscheidenden Aussagen in dem berühmten zweiten Kapitel von Genjo Koan heißt das. Das heißt die Wirklichkeit des Lebens und des Universums. Ganz hervorragendes Kapitel. Das verwirklichte Leben und Universum. Was heißt verwirklicht? Das heißt eben, ich habe es aktiv selbst verwirklicht. Und das genau ist auch die entscheidende Aussage für die Buddha-Natur. Die Buddha-Natur kann man nicht fragen, gibt es sie oder gibt es sie nicht? Dann stellt man sie sich vor wie ein Gegenstand, wie ein Ding. Ist aber nicht. Sondern sie ist genau dann da, wenn ich richtig handle. Und wenn ich nicht mehr richtig handle, ist sie weg. So einfach ist das. Das hat der Dogen gelernt, als er dann in China war. Genau. Also, ich werde es nachher noch zitieren. Einmal ist es so, der Buddhismus ist ohne Ethik undenkbar. Also die Ethik ist ein Bestandteil, ich kann nur das sehen, was richtig ist, wenn es ethisch auch in Ordnung ist. Aber das ist natürlich auch ein Lernprozess, diese Klarheit zu erlangen. Dafür gibt es eben diese Methoden. Und man darf sich nicht an fertige Konzepte oder an fertige Gebote nur halten, sondern das ist dieser Öffnungsprozess und Lernprozess. So, wir sind jetzt schon ziemlich weit, nicht? Derzeit. Ja, okay. Vielleicht noch die Wirkung des Karma in den drei Zeiten. Zu dem Fuchskoan komme ich, glaube ich, dann nicht mehr. Ja? Ja, soll ich das noch kurz machen? Okay. Also, Sie... Was? Ja, ich mache es kurz. Also, Sie kennen sicher alle das Koan von dem wilden Fuchs. Und zwar wie folgt. Also, ein Meister hält seinen Vortrag und da sitzt immer ein alter Mann vorne. Und der geht wieder weg, wenn sein Vortrag, das war der öffentliche Vortrag, es gibt immer zwei Typen, nicht? Das eine ist öffentlich, wo die Laien der Umgebung kommen und das andere ist nur für die Mönche. So, und da kommt also der alte Mann, der sitzt da immer nicht? Und eines Tages bleibt er da und da fragt ihn der Meister, wer bist du? Oder was bist du? Und er sagt, ich bin kein Mensch, sondern ich bin ein wilder Fuchs. Also, Sie sehen schon, das ist ein bisschen geheimnisvoll, nicht? Also, das materielle Äußere, Fuchs oder Mensch, geht in diesem Koan zügig ineinander über. Und dann sagt er, ja, wieso bist du also ein Fuchs? Ja, ja, sagt er, ich war früher Lehrer hier auf diesem Berg, im vorigen Zeitalter.
Und da hat mich ein Schüler gefragt, ist ein Erleuchteter ein Mensch der Praxis, ist er frei von Ursache und Wirkung oder nicht? Also ist er an das Karma-Gesetz gebunden oder nicht? Und da habe ich ihm gesagt, nein, er ist frei, er ist nicht gebunden an das Karma-Gesetz. Und das war offensichtlich nicht ganz korrekt, denn daraufhin wurde er 500 Mal als Fuchs wiedergeboren. So, was ist der Sinn der Sache? Das alte Zeitalter ging nur nach äußeren Kriterien der Gebote, richtig oder falsch. War also nicht ein innerliches ethisches Verhalten, sondern ein äußerlich moralisches, wie die alten Religionen. Also, was du äußerlich richtig machst, das reicht. Und dann bist du frei. Pustekuchen, dann wirst du ein wilder Fuchs. Nicht? Das heißt also, der Buddhismus hatte inzwischen sich weiterentwickelt und der jetzige Meister, der sagte, er wusste schon, das ist nicht richtig. So, nun hat er also immer vorne das Teaching gehört und langsam, sage ich jetzt mal meine Interpretation, hat er also die neue Lehre theoretisch langsam gelernt, dass es nämlich nicht darauf ankommt, äußerlich ja oder nein richtig abzuhaken, Ehre oder nicht, gab es da noch vor 150 Jahren, und nicht nur die Gebote äußerlich einzuhalten, sondern in der Bergpredigt geht es ja gerade aufs Innere und nicht mehr aufs Äußere. So, das gibt es in allen Religionen, diesen Ablauf, ist auch gut so. Und dann sagt also der alte Meister zu dem neuen, stellt dieselbe Frage, ist ein Erleuchteter auch unter dem Gesetz von Ursache und Wirkung? So, und dieser neue Meister war natürlich schlau, der hat nicht gesagt ja oder nein, der hat gesagt, sei nicht unklar. Und in dem Augenblick macht es Klick und er war klar, dass er gesagt hat, ja, das jetzt ist anders, das war damals falsch. So, und jetzt kommt also meine Zen-Erklärung, wir haben es gestern schon besprochen. Da ist also zunächst der Mann, der sitzt da, nicht? Und vorne redet also dann der Meister. Nicht? So, und dann hat er so viel Theorie gelernt, dass er denkt, verdammt nochmal, irgendwie müsste ich mein altes Problem noch langsam mal lösen können. Nicht? So, dann fasst er den Mut und geht tap, tap, tap hin und ist plötzlich sozusagen ganz nahe an dem anderen. Und dann gibt es den Augenblick, wo plötzlich was überspringt. Und in dem Augenblick hat er die Klarheit. Das ist für mich denn. So, dann geht es natürlich noch weiter, die Geschichte. Und zwar ist dann wie folgt, dann gibt es also einen Clou, dann erzählt also der neue Meister diese ganze Geschichte. Der Fuchs wird dann also beerdigt und so weiter, das möchte er gern, brauche ich nicht alles zu erzählen. Und dann ist Folgendes, dann kommt also ein junger, hochintelligenter und begabter Schüler und sagt, Herr Lehrer, ich weiß was, weil der das erzählt. Ja, der hat ja damals einen Fehler gemacht. Wenn der keinen Fehler gemacht hätte, sprich also alle Gebote eingehalten hätte, was wäre dann aus ihm geworden? So, und wir als Zen-Leute sagen natürlich, ja, alles gedachtes Zeug, nicht? Was wäre, wenn, hätte, müsste, sollte, nicht? Alles dummes Zeug, nicht? Was soll das alles? Und dann sagt der Meister zu ihm, ja, komm mal her zu mir. Und er kommt dann hoch oder zögert erst noch ein bisschen. Und während er hochgeht, meine Interpretation, nicht? Ist aber glaube ich so, denkt ihr mich, was habe ich denn da für ein theoretisches Zeug mal erzählt? Nicht? Und dann ist er oben und was macht er dann? Dann haut er seinem eigenen Meister eine Ohrfeige. Klatsch. Und was macht er? Der klatscht in die Hände und lacht aus vollem Hals. Das heißt, er hat die Hierarchie, spielt keine Rolle mehr. So, und dieses Zack, Klatsch und der macht dann so. Und lacht aus vollem Holz. Heißt, das ist genau der Augenblick, wo die Dharma-Übertragung funktioniert hat. Und nur in diesem einen Augenblick der völligen Identität von zwei Menschen. Und so heißt es nachher auch in der Erklärung, nicht zwei, sondern eins. So, und dieser Oberkuh, um es nur noch mal vollständig zu sagen, das war dann die Linie von Rinzai. Und das ist die Übertragungslinie von Rinzai, die bis heute wirksam ist. Also durch diesen Karma-Klatsch und den Zusammenklatsch von den Meistern und das Lachen von den Meistern ist also die Rinzai-Linie in Gang gekommen. Und deswegen sitzen sie hier, weil die immer noch wirksam ist. Und das ist Karma.